So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Gannikus News hier auf YouTube, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ganz egal, wo ihr uns verfolgt, Grüße gehen raus mit der Bitte, speziell auf YouTube den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Lasst also einen Daumen da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare und abonniert natürlich den Kanal, denn es ist eigentlich genau das, was schon sehr viel bringt, um die Reichweite etwas zu erhöhen. Ganz allgemein den News-Content könnt ihr natürlich supporten, unterstützen mit dem Code News im Gannikus Shop. So gibt es immer den besten Preis auf alles, beispielsweise Whey-Konzentrat für 20,24 Euro pro Kilo, Whey-Isolat für 26,99 pro Kilo und Clearway für 22,49 Euro pro Dose. Auch Kreatin gibt es zum Toppreis, nämlich für 13,49 Euro pro 500 Gramm Dose. Also lasst ein bisschen Liebe da, supportet das Format und tut euch selbst natürlich auch was Gutes. Das war aber noch nicht alles. Wir machen heute mal ein bisschen Alarm in Sachen Gewinnspiel und vereinen sozusagen unsere Kräfte. Sprich, ihr bekommt ein Paket im Gesamtwert von ungefähr 450 Euro. Und das Ganze setzt sich zusammen aus einem Drittel Massive Soldier, einem Drittel Kraftbrüder und einem Drittel Gannikus. Als Basis bekommt ihr die neue Mega-Sporttasche von Massive Soldier, die normalerweise 154,95 kostet. Und da legt die Marke Kraftbrüder noch dazu einmal den Kraftpin Basic nach Wahl, sprich 8 oder 10 mm, einmal den Kraftgurt, zweimal die Kraftschlinge, einmal die Kraftknacker, einmal Kreide und einmal den Turnbeutel zum Verstauen. Und wir lassen uns auch nicht lumpen. Von uns gibt es einen Galenicus, einen Beutel Whey, eine Dose ERA, eine Dose Flavor Powder und einen Maximus Weight Gainer. Alles selbstverständlich im Geschmack eurer Wahl. Wer teilnehmen will, muss auf jeden Fall zu YouTube wechseln und einen Kommentar mit den zwei Wörtern maximale Gönnung hinterlassen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert alle Brand-Accounts auf Instagram, also sowohl uns als auch Massive Soldier und Kraftbrüder. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir lassen das Gewinnspiel bis nächste Woche laufen und dann losen wir den auf jeden Fall sehr glücklichen Gewinner aus. Falls ihr bei Massive oder Kraftbrüder einkaufen und sparen wollt, könnt ihr das mit meinem privaten Code Danny machen. Das ist in dem Fall aber komplett uneigennützig und bloß ein Vorteil für euch, falls ihr das hört und davon Gebrauch machen wollt. Und damit geht's rein ins erste Thema, würde ich sagen. Los geht's mit der Dubai Pro, ein Wettkampf zum Vergessen, wie ich finde, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil so wirklich was geklappt hat dann nicht. Wir hatten mit Simon Pendelin in der 212er Klasse auf jeden Fall deutsche Beteiligung, ist unterm Strich ein 13. Platz geworden, wobei man sagen muss, dass hier das Lineup halt auch sehr, sehr stark war. Gewonnen hat Angel Calderon vor der Überraschung aus der Türkei, nämlich Nihat Kaya. Der hat für seine 21 Jahre da wirklich ein phänomenales Paket gebracht und wird, glaube ich, zu Recht als Zukunft der Klasse bezeichnet. Die Men's Open war voll mit Rang und Namen und im Vorfeld war wahrscheinlich klar, dass es auf einen Dreikampf zwischen Berus Tabani, William Bonek und Nathan D'Escher rauslaufen wird, mit eventuellen Außenseiterchancen von Rubiel Mosquera, von dem aber durchgesickert war, dass er wohl noch nicht ganz so gut in Form ist, wie man es für einen Wettkampf auf dem Level sein sollte. Es ist am Ende dann auch genauso gekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich vor 10 Sekunden die Namen aufgezählt habe, aber Berus Tabani hat gewonnen und damit $100.000 eingesagt. William Bonek wurde Zweiter und direkt danach kam dann auch schon Nathan D'Escher auf Platz 3. Alles eindeutig, basierend auf den Scorecards und für mich auch absolut in Ordnung so. Rubiel Mosquera hat den 4. Platz geholt, aber wie ich finde, schon mit deutlich mehr Abstand auf Nathan, als jetzt beispielsweise Nathan auf William hatte. Das war keine gute Form von Rubiel und wenn du halt kein gutes Conditioning bringst, bringt dir all deine Masse nichts und das ist auch gut so. An der Stelle will ich euch nochmal den Instagram-Account von Simon Pendelin ans Herz legen. Der hat in seiner Story ein ausführliches Fazit zur Organisation der Show aufgenommen und ich hoffe, er macht auch ein Story-Highlight draus für alle diejenigen, die nicht ganz so schnell sind mit dem Rüberwechseln oder erst morgen oder übermorgen schauen, weil Stories sind ja sonst nach 24 Stunden weg. Er geht da auch sowohl auf Pro als auch auf Contra ein, was ich sehr gut finde. Ich kann es euch nicht einblenden und auch nicht alles wiedergeben, weil es einfach zu lang ist, aber trotzdem war es sicherlich
in der Ausführlichkeit auch nötig. Ich kann euch nur meinen Eindruck zur Dubai Pro schildern und meiner Meinung nach war das somit der schlechteste Wettkampf, den ich je verfolgt habe. Und ich kann euch sagen, die meisten werden es wissen, den einen oder anderen Wettkampf habe ich mir schon zu Gemüte geführt in den letzten 10 bis 15 Jahren. Aber das war schon eine mittelschwere Katastrophe und auch sehr unverschämt den Athleten gegenüber. Im Endeffekt ging das ja schon im Vorfeld los, dass man gar nicht wusste, wer überhaupt mitmacht, weil es 3 Tage länger als normal gedauert hat, bis die Teilnehmerlisten draußen waren. Weiter ging es dann damit, dass niemand wusste, wann die Show überhaupt anfängt und wie die Klassen nacheinander drankommen. Das ist für uns cool zu wissen, für die Athleten aber essentiell und selbst die hatten absolut keine Ahnung. Die haben auch echt den Zeitplan dann in der Nacht noch vorm Event verändert, wo man eben echt nur den Kopf schütteln kann, weil dann braucht man sich gar nicht mehr wundern, warum reihenweise der Peak verpasst wird. So, als nächstes war dann die Sache mit dem Livestream. Bis einen Tag vorher war nicht klar, ob es überhaupt einen gibt. Ich glaube ja, das war denen selbst nicht klar und dann haben sie schnell was auf die Beine gestellt, um einfach was zu haben. Der Stream hat $30 gekostet, man konnte ihn aber nicht bezahlen, weil das System nicht richtig funktioniert hat. Ich habe es 2 Stunden vorher am Sonntag endlich geschafft, nur um am Ende vor Pixelgewitter zu sitzen und noch dazu ist die Verbindung ständig abgestürzt, was jetzt auch nicht nur mir so ging. Der Vorteil für euch war, dass die das über ein ungelistetes Vimeo-Video gemacht haben und ich dachte mir irgendwann, dass es jetzt darauf auch nicht mehr ankommt. Deshalb habe ich den Stream einfach allen zur Verfügung gestellt, weil es mir dann auch komplett egal war, ob man das darf oder nicht. Die Kameraführung war eh für den Arsch, weil die haben da nicht statisch eine Kamera hingestellt, sondern sind ständig so nah an den Athleten vorbeigeflogen quasi, dass es eher Spielfilmcharakter hatte, was halt absolut unbrauchbar ist für ein Event, wo man Athleten nebeneinander vergleichen muss. Die Bühne war auf jeden Fall groß, das Licht war gut. Die Bühne war so groß, dass die Athleten in die Mitte sprinten mussten, um die Zeit für ihre Präsentation einzuhalten. Aber ich fand auch Würdigung der Athleten allgemein ein Thema, das schon sehr fragwürdig war, weil die haben da kurz innerhalb von 4 Stunden den Wettkampf durchgeprügelt, ohne dass zumindest die Classic-Athleten oder die Teilnehmer in der Men's Open ihre Kür hätten zeigen können. Das fand ich schon schwach, wie schnell man da am Schluss einfach den Deckel drauf gemacht hat. Ich könnte wahrscheinlich noch 10 Minuten weiterreden, weil es hat mich schon genervt, mit sowas meinen Sonntag zu verbringen. Aber ich glaube, es wird klar, dass gute Preisgelder nur eine Komponente sind, wenn es um erfolgreiche und Athleten- und auch zuschauerfreundliche Wettkämpfe geht. Das Preisgeld soll ja jetzt noch weiter steigen nächstes Jahr, was für die Athleten ja cool ist. Aber vielleicht bleibt dann auch ein bisschen was hängen, um die Athleten und die Zuschauer auch richtig zu informieren. Wenn du im Gym nicht die Ergebnisse siehst, die du willst, dann ist es vielleicht Zeit, was Neues auszuprobieren. Und was Neues bieten wir dir im Garnicus Coaching. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem 24/7 jederzeit erreichbaren Coaching. Egal was ansteht, wir sind an deiner Seite und unterstützen dich. Wenn sich das für dich gut anhört, klick auf den Link in der Beschreibung, da kannst du ein unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns über deine Situation aus, deine Ziele, schauen, wie wir dir helfen können und dann kannst du entscheiden, ob Coaching eine gute Wahl für dich ist, aber ich bin mir sicher, dass das der Fall ist. Wir machen noch einen kurzen Abstecher nach Tijuana zur Extreme Bodybuilding Pro, einem Olympia Qualifier in der Classic Physik. Das ist, ich habe es letzte Woche gesagt, der Wettkampf, auf dem Urs Kaliczynski und Mike Sommerfeld im Jahr 2021 schon gegeneinander angetreten sind. Mike hat da damals gewonnen, mehr sage ich jetzt aber auch besser nicht, weil sonst findet Mike wie letzte Woche nochmal was Negatives in einer eigentlich ausschließlich positiv gemeinten Aussage von mir. Auf jeden Fall hat in Tijuana dieses Mal der Krimo Amari mitgemacht, der tatsächlich ja immer für Deutschland startet, hierzulande aber doch etwas unter dem Radar läuft, hat aber beispielsweise letztes Jahr den 3. Platz bei der Chicago Pro geholt und dieses Jahr den 2. Platz bei der Euro Muscle Show in Amsterdam. Jetzt in Mexiko ist es wieder der 3. Platz geworden. Ich muss dazu sagen, dass ich den Wettkampf nicht gesehen habe, aber was ich gesehen habe, war, dass der Krimo auf jeden Fall auch mal längere Zeit in der Center Position stand und ich meine auch selbst davon ausgegangen ist, dass er das Ding gewinnt, ist aber am Ende nicht so gekommen.
Es haben sich dann noch zwei Brasilianer vor ihn geschoben, was natürlich sehr schade ist, weil es wäre halt nochmal eine Olympia-Quali mehr gewesen für uns. Was genau passiert ist, ich weiß es nicht. Nach dem Judging da in St. Leon Roth ist man ja vorsichtig geworden. Auf der NPC-Seite gibt es zwar Bilder, aber ausnahmsweise keine von den Callouts, anhand derer man das jetzt nachvollziehen könnte. Vielleicht hat einer mehr Infos, dann schreibt es in die Kommentare. Gerne auch der Krimo selbst, falls er das sieht, weil so wie ich das verstanden habe, war er auch mit der Entscheidung nicht unbedingt abschließend zufrieden. Für mich steht aber primär die Informationsweitergabe an euch im Vordergrund und da steht halt der dritte Platz für Krimo Amari, der zweite Platz für Junior Jaworski und der erste Platz für Diego Garavito. Kleine Aufarbeitung noch zur Platzierung von Rubiel Mosquera bei der Dubai Pro. Er hat ja unterm Strich den vierten Platz geholt, was bei der Form echt ein sehr gutes Ergebnis war, weil auch wenn er da wie wild rumgetanzt und offenbar Spaß gehabt hat, war es eben formtechnisch nicht auf Profiniveau und das wurde dann eben zu Recht abgestraft. Der Grund für sein schlechtes Abschneiden, das wurde zumindest am Montag noch verbreitet, war offenbar, dass seine Sponsoren ihn trotz Krankheit dazu gezwungen haben sollen, in Dubai mitzumachen. Er war laut eigener Aussage so krank, dass er 3 Tage hat Medikamente nehmen müssen und dadurch auch erhebliche Wassereinlagerungen entstanden sind. Die Schlagzeile hat sich natürlich im Internet verbreitet, weil es dazu sogar ein Video von ihm gab, wie er genau das sagt. Ich glaube, das war ein Livestream. Er sagt, dass er nicht teilnehmen wollte und gezwungen worden wäre. Einige Seiten haben die Meldung wieder runtergenommen, andere nicht. Rubiel selbst hat noch ein weiteres Statement gedroppt, in dem er sagt, dass er ein Opfer von Fake News wäre und ihm irgendwelche Leute schaden wollen würden. Das ist wirklich absoluter Bullshit und ich habe bei Rubiel so den Eindruck, er sucht ständig irgendwelche Ausreden, warum er nicht so gut ist, wie er sein könnte und müsste und dass er dabei ganz offensichtlich nicht versteht, wie die Welt im Internet funktioniert und dass es nicht damit getan ist, einfach jeden zu blockieren, der Kritik an einem übt. Fakt ist, wie gesagt, dass es Videomaterial gibt, das eindeutig belegt, wie er diese Aussagen zu seinem Sponsor tätigt. Das ist auch nicht schlecht übersetzt. Ich spreche selbst Spanisch und dafür brauche ich nicht mal einen Übersetzer, weil die Message sehr deutlich ist. Er hat auch in der Vergangenheit schon mal seinen Sponsor in den Dreck gezogen. Also es ist nicht das erste Mal. Prinzipiell hätte er sowohl bei den beiden Arnold Classics in Amerika und in Großbritannien dabei sein sollen, als auch bei der New York Pro. Erschienen ist er nicht und diese Geschichte mit den Visa-Problemen wirkt nach solchen Vorfällen halt auch nicht mehr ganz so glaubhaft. Es ist wohl auch nicht diskutabel, dass er besser beraten wäre, einfach Leistung zu bringen, weil die Voraussetzungen hat er ja. Wenn der einmal in Form ist, stampft er ja ganz viele Athleten einfach nur wegen der Masse kurz und klein. Aber da jetzt diese angebliche Krankheit vorzuschieben, ist halt irgendwo schlechter Stil. Also versteht mich nicht falsch, wenn er krank war, alles in Ordnung. Das passiert aber erstens ganz vielen Athleten, die das aber nicht sagen und die Niederlage einfach mit Fassung tragen. Zweitens sah meiner Meinung nach auch in Kuwait, also vor dem Flug Richtung Wettkampf, nicht so aus, als würde er eine Woche später auf der Bühne stehen. Er war einfach nicht fertig und das war auch der Grund für die Gerüchte, dass er eventuell auch hier wieder kurzfristig absagen könnte. Ganz einfach. Dann noch ein weiteres Update zu Ronny Rockel. Der geht ja richtig steil mit seinen Videos aktuell, weil er einfach sagt, was er denkt und auch sagt, wie es ist, ohne dabei irgendwelche Beschönigungen zu finden. Das ist schon sehr faktenbasiert alles und auch super nüchtern. An der Stelle auch nochmal öffentlich die Entschuldigung von mir bezüglich der letzten News-Folge. Ich habe damit Wettkampfzahlen um mich geschmissen, die so nicht gestimmt haben. Ich dachte mal, ich gehe kurz auf Wikipedia schauen und überschlag das, aber das war nicht korrekt. Ronny hat tatsächlich ganze 75 Profi-Wettkämpfe bestritten, was die Karriere ja noch beeindruckender macht. Und genau darauf wollte ich hinaus, nämlich auf diese riesige Anzahl an Wettkämpfen, was ja eine absolute Ausnahme ist. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben die News deshalb ein bisschen bearbeitet letzte Woche nochmal nachträglich im YouTube-Studio, also den Part rausgeschnitten. Wir haben das Reel gelöscht. Deshalb sorry, Ronny. Ich bin mir sicher, du siehst das oder bekommst es weitergeschickt. War keine böse Absicht dahinter und ich bin da der Letzte, der das nicht versteht, wenn jemand so viel geleistet hat und dann möchte, dass die Zahlen stimmen. Es ging jetzt in Ronnys neuesten Video tatsächlich um seine Stoffdosierungen und
auch um die bevorzugten Substanzen. Und er selbst hat, wie viele andere auch Jahre später noch, tatsächlich mit Dianabol angefangen. Irgendwann kamen dann so Stacks wie Testo und Winstrol, beides injiziert, und eben Testo und Dianabol dazu. Oder wurden eben benutzt. Man hat sich da schon an den Profis orientiert, sagt er, und halt einfach gesagt, wenn die Summe X nehmen, kann ich als Amateur ja Summe X durch 2 probieren. Ganz lange, auch als Profi schon, hatte Ronny noch die Devise, nie über 1200 Milligramm die Woche zu gehen. Eher sogar manchmal nicht höher als 1000 Milligramm. Es hat wirklich bis 2009 gedauert, bis Ronny zum ersten Mal überhaupt Trenbolon genommen hat. Insgesamt war es bei ihm auch immer eine finanzielle Sache, wie viel er sich leisten konnte und wollte. Das ging auf jeden Fall auch schon Richtung vierstelliger Betrag pro Monat. Und wahrscheinlich war auch das mit der Grund, warum er gesagt hat, bei 2000 Milligramm pro Woche ziehe ich abschließend die Grenze und mehr als 4 Einheiten HGH am Tag werde ich auf Dauer nicht machen, weil dann auch die Nebenwirkungen schon anfangen, unangenehm zu werden. Definitiv wieder ein Video mit sehr viel ehrlichen Infos, woran man dann auch festmachen kann, wie gut die Genetik von Ronny Rockel wirklich ist, weil klar, der hat schon auch Stoff genommen und nicht in THT-Mengen, aber in den Sphären sind ja heute auch schon Leute unterwegs, die trotz der besseren Lage mit den Pro-Cards nie Profi werden. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit den Gannikus News. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code NEWS spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Die Folge heute endet wie so oft in letzter Zeit mit einer Preview aufs kommende Wochenende, denn wir werden mit der Tampa Pro wieder einen Wettkampf haben, der deutsche Beteiligung bereitstellt. Vielleicht vorneweg, wer live zuschauen möchte, kann das machen. Der Wettkampf ist generell auf 2 Tage gesplittet, wenn man mal die Masters außen vor lässt, und jeder Tag kostet separat. Am Freitag müsst ihr $25 zahlen, am Samstag 30, ist eine Tim Gardner Production, also wie bei der Chicago Pro, und da hat eigentlich alles gepasst in Bezug auf die Qualität. Wir sehen am ersten Tag unter anderem den Alexander Westermeier in der Classic Physik. Alex hat sich nach den ersten Wettkämpfen dieses Jahr nochmal zurück an die Arbeit gemacht, um gemeinsam mit seinem Coach Patrick Thur ein Paket zu bringen, das dann unterm Strich die Olympia-Quali holen kann. Dahingehend hat die Lena Rahmsteiner keinen Druck mehr, weil sie bereits mehrfach qualifiziert ist sozusagen, startet auch am Freitag in der Figurklasse, und ich finde persönlich das Vorgehen auch richtig gut, weil im Hinblick auf Mr. Olympia ist es sicher von Vorteil, sich auch nochmal in den USA zu zeigen. Auch für die Annika Drescher geht es um die Olympia-Quali, in dem Fall in der Fitness-Division, und wenn ich das richtig sehe, scheint es wohl am Freitag das Physik-Judging zu geben, gefolgt von den Routinen am Samstag, sprich für Annika und die Fitness-Damen wird es offenbar ein 2-Tage-Event. Am Samstag sehen wir dann die Lisa Maiswinkel in der Wellness-Division, ist ja auch schon qualifiziert durch Siege in Rumänien und Holland, aber auch da macht es definitiv nichts kaputt, nochmal Präsenz in Amerika zu zeigen. Sarah Neuheisel startet in der Bikini-Klasse in einem mittelmäßig großen Line-Up, wie ich sehe. Da fällt mir vor allem die Elisa Pekini als Name auf, die auch schon mal den Olympiatitel geholt haben müsste, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Und dann, last but not least, haben wir noch den Tim Budesheim in der Men's Open. Laut eigener Aussage sein letzter Wettkampf erstmal, zumindest vorm Olympia. Wenn ihr mich fragt, geht es jetzt vor allem nochmal darum, einen persönlichen Abschluss eines sehr langen und auch kräftezehrenden Wettkampfmarathons zu finden. Unfassbar, wie der Tim da durchgezogen hat, auch so lange weg von zu Hause. Ich finde, das muss man auch mal würdigen. Auch wenn manche Leute echt denken, ich würde es Tim nicht gönnen, sollte Tim da auf einstehen am Wochenende. Da freue ich mich genauso wie für jeden anderen Deutschen. Es gibt sicher eine Wahrscheinlichkeit, und die liegt auch nicht bei null, dass Tim den Wettkampf gewinnt. Aber sagen wir es so, besonders hoch ist sie nach den jüngsten Ergebnissen trotzdem nicht. Wenn es um Strapazen geht, hätte er sich's redlich verdient, aber das bewerten halt leider die Judges nicht. Neben ihm auf der Bühne stehen unter anderem wieder Vlatsu Horuchko und Mo Foda, die in Chicago den Sieg unter sich ausgemacht hatten. Es kommt jetzt auch noch John De La Rosa dazu, der es nochmal wissen will und auch verbessert aussieht zu seinen Auftritten früher in diesem Jahr.
First Callout in Tampa ist eigentlich fast safe bei Tim. Das würde ich schon behaupten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt die Form komplett verhaut. Passiert bei Tim grundsätzlich nicht sowas, aber die Konkurrenten sind halt alle nicht nur frischer, sondern auch besser platziert worden bei den letzten Wettkämpfen. Schreibt aber gerne in die Kommentare, was ihr persönlich für Tim in Tampa vorhersagt. Und schreibt natürlich auch in die Kommentare, welche Ergebnisse für die anderen Deutschen drin sind. Kann sich beispielsweise ein Alexander Westermeier die Quali für den Olympia holen? Lasst mir da eure Einschätzung da. Und in diesem Sinne war es das mit den Garnicus News für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.